Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück. Mach du. Warte doch, sitzt die Frisur. Warte, ich guck noch mal auf die. Du bist Starford. Oh Scheiße. Entschuldigung Leute, ich komme gerade frisch aus der Diskothek, ja, wollte da mal ganz kurz so ein bisschen reinschnuppern. Und man macht sich da natürlich auch mal ein bisschen schick und schön. Ihr seht es ja an meinen Klamotten so ein bisschen und ja, auch an meiner Frisur. Und habe ich gerade einfach nur noch so kurz gesagt vor der Aufnahme: oh, stopp, ich muss noch mal gucken, ob meine Frisur sitzt. Und deswegen musste ich gerade so lachen. Naja, gut, also willkommen zurück zu Starforge. Ja, der Pox, habt ihr gehört, ist auch wieder mit dabei. Und ich glaube, ja, das war jetzt ein epischer Anfang. Der war epischer, geht's gar nicht. So. Was wollte ich überhaupt machen? Es ist wieder echt 2 Tage her und schon weiß man nicht mehr, was man machen wollte. Ja. Also ich wollte ja eigentlich einen Border machen, aber ich habe gerade beschlossen, ich werde die nächsten 20 Folgen einfach sinnlos in der Gegend rumrennen, weil es ist viel cooler. Nein. Keine Angst. Sinnlos in Starforge. Ah ja, hier. Die Sonne scheint, der Wind weht, die Frisur sitzt. Das ist wichtig. Übrigens, liebe Leute, was ich euch nicht gezeigt habe in der Aufnahme, ist, wie der Buggy sich mal eben auf den Kopf gestellt hatte, als ich auf den Server gejoint bin. Er war jedenfalls nicht verschwunden. Ja, muss man ja gleich mal dazu sagen. Lob an das Code Hatch Team. Ja, der Buggy war nicht verschwunden. Und ja. Oh, mein Auto fährt weg. Ich wollte gerade während der Fahrt ein paar Pflanzen einsammeln. Dein Auge fährt weg? Mein Auto. Ich wollte während der Fahrt ein paar Pflanzen einsammeln und ja, drücke natürlich, wie es sich gehört, E. Und was passiert, wenn man während der Fahrt E drückt? Richtig, man springt raus. Yippie. Geronimo. Nein. Wo ist... Hier hinten ist Öl, glaube ich. Ich glaube, da war Öl. Ich bin nicht mehr ganz so verwirrt wie die letzte Aufnahme. Nee? Nein? Schade. Ansonsten, liebe Zuschauer, habt ihr schon gesehen, gestern gab es ja bei uns auf dem Channel ein neues Let's Play, Life is Feudal. Ja, ist ähnlich ein bisschen Starforge, nur halt komplett in einer anderen Richtung, nämlich nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit, nämlich im Mittelalter. Falls ihr also Interesse an dem Let's Play auch haben solltet, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns einen Daumen hoch da und dann werden wir auch da versuchen, das irgendwie in unsere Rotation einzubinden. Wow. Alter, ich fahre wie eine besenkte Sau. Obwohl. Rot und einbinden? Bist du jetzt schon eine Frau? Rotation einbinden, nicht rot einbinden, nicht die Tage. Wobei, so wie ich Auto fahre, könnte das doch fast hinkommen. Also, ja, der Fahrstil passt zu einer Frau. Ja? Ja. Genau. Ja, ansonsten hat heute mir einer, oder beziehungsweise gestern hat mir einer geschrieben, wir sollten doch mal ein Minecraft Heroes machen oder Neuland. Also da hat wohl jemand ungespielt geschaut oder Dena, die ja jetzt auch gerade dieses Minecraft Neuland machen. Und Heroes. Du wirst lachen, unabhängig von diesem Kommentar. Entschuldigen, dass ich jetzt so ins Wort fällt. Ich wollte dir das auch schon mal vorschlagen, weil auf sowas hätte ich richtig Bock drauf. Aber jetzt darfst du weiterreden. Bei uns beiden würde sich das ja auch perfekt ergeben, ne? Wir sind ja auch ein tolles Pärchen, ne, was das angeht. Ja, so in etwa. Also, wenn ihr wirklich sowas haben wollen würdet, ja. Also, wir haben jetzt bisher ein... Alter, ich fahre hier echt wie eine besenkte Sau. Wir haben jetzt bisher zwar einen Kommentar, aber wir wären bereit. Ihr habt ja auch gerade gehört, der Pox hatte auch gerade gesagt, oh, das wollte ich dir auch vorschlagen. Ja, lasst uns das doch machen. Ja, dann machen wir das halt, wenn ihr das wollt. Ja. Aber nicht, wenn es der Pox will.
Ich muss mir noch ein paar Fake-Accounts erstellen. Ich sehe schon. Ah, der Pox war es also mit einem Fake-Account, ja? Nein, liebes YouTube-Team, hier hat jemand einen Fake-Account, möchte sich die Klicks hochklicken? Nein. Ach, eigentlich nicht. Ich habe mich, glaube ich, gerade festgefahren. Oder auch nicht. Boah, ich habe es echt geschafft. Also mit einem Buggy hier echt durch diese Karte zu düsen, ist ein Ding der... nicht Unmöglichkeit, aber... egal. Oh, ich liebe diese dicht bewachsenen Wälder hier, die es hier alle gibt und was weiß ich alles. Ich finde das voll cool. Apropos dicht bewachsener Wald, an dem war doch irgendwann mal... Habe ich was zu essen dabei? Nein, habe ich nicht. Es war so klar. Ah, verdammt. Bei Fleisch. Was bitte ich denn jetzt? Ich glaube, du willst Titanium sammeln, ne? Ich wollte Titanium sammeln, ja. Irgendwo war doch hier ist das Alien-Biom und... Hier war doch irgendwo Titan, war ich der Meinung. Oh, nee, ne? Du musst jetzt nicht hierher kommen, wenn ich hier auch bin. Was? Ja, ich bin auch gerade hier. Ihr hier gerade wie ein Irrer durchs Alien-Biom. Was mich mal interessieren wird, was kann man aus diesen komischen Kristallen machen? Außer das Ohr auf dem Boden machen. Setzen. Ich glaube, du kannst daraus dann einen Kristallbohrer machen. Ich find's auch cool. Mit jeder neuen Aufnahme, das sehe ich jetzt gerade, wird immer mein Helm ausgezogen. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Ich habe keinen Helm. Okay. Oh. Ich habe dich gerade gehört. Ja, da ist irgendwo, das ist dieses Dings da explodiert, dieses Käfer. Und ich höre dich auch laufen. Als du läufst. Wahrscheinlich nicht. Hier kann man gar nicht schleichen. Fällt mir gerade auf. Mit dem Buggy kann man nicht schleichen? Hä? Nee, allgemein. Bei Starforge kann man nicht schleichen. Doch? Nein, man hört die Schritte trotzdem. Ah, tatsächlich, sie werden nur leiser. So, neue Aufnahme und ich bin schon wieder am Verhungern. Ja, warum nicht? Ich suche dich. Nein, such mich nicht. Ich habe gerade 25 Cent in der Tasche. Hört mal. Das ist praktisch, brauche ich. Ich höre dich. Okay, Leute, seid leise. Der ist hier irgendwo. Okay, jetzt bin ich sicher. Ich habe gerade noch kurz mal meine Rezepte gelernt, die ich in der Tasche hatte. So, wo bist du? Keine Ahnung. Oh, oh. Okay, liebe Leute, es ist spannend. Wird Pox wieder besiegt werden? Er ist schon besiegt. Wieso? Ich habe gar nicht gesehen, dass du tot bist. Naja, ich bin am Verhungern. Hier laufen keine Viecher rum. Ich finde mal wieder kein Titaniumohr. Nee, das war noch in den Pflanzen drin. In diesen Dingern, in diesen großen. Ja, aber es gab ja auch normales Titanvorkommen. Das war, auch irgendwo. Ja, genau. Aber ich habe jetzt hier, was habe ich hier gefunden? Das sind diese Dinger, genau. Das waren die mit Sulfur. Sulfur. Wo bist du? Er muss hier irgendwo sein, liebe Leute. Irgendwo ist er hier. Ich werde ihn finden und vernichten. Er
muss hier irgendwo sein. Also Sulfur habe ich jetzt genügend. Nein, sag bloß nicht, du bist auch hier. Ja, ach, deswegen ja, sag ich, dass du hier bist. Aber ich werde dich nicht töten, keine Angst. Leg dich mal mit meiner Double Barrel Shotgun an. Das sind ein bisschen doof, diese Titan-Geweihe und was weiß ich, was das da alles sind. Also, keine Ahnung, ich kann mich da noch nicht so ganz damit anfreunden. Du sollst dich damit auch nicht anfreunden, du solltest es benutzen, um damit Waffen zu machen. Ja, erstmal werde ich einen Bohrer machen. Und sobald du den Bohrer hast, werde ich dich töten. Dass du wieder zwei Stück davon hast? Du hast ja mittlerweile einen Graphenbohrer, wenn mich nicht alles täuscht. Nee. Nein. Oh. Hallo, Prawler. Wow. Apropos Prawler, ich bräuchte endlich mal was zum Essen jetzt. Oh, was hat er mir da gelassen? Oh, schön. Bei mir wurde sogar die ganze Ausrüstung ausgezogen. Monolithium-Block habe ich jetzt. Oh, cool. Ganzer. Okay. Ich höre dich immer in meiner Nähe, aber ich sehe dich nicht. Du wirst mich gerade sterben hören wahrscheinlich. Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Mal hinter dir. Wo? Okay. Hier hinten kannst du nicht sein. Ich brauche nämlich insgesamt 200 mal Titan. Ich hab dich gehört. Du hast mich gehört? Mhm. Hörst du das? Moment, wieso ist da hinten so ein heller Strahl? Wieso liegt da Stroh? Ein ganz heller Strahl, das heißt, er ist hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht nicht mehr, weil ich tot bin. Ja. Oh. Eieiei, das war knapp. Was hast du getan? Hier, diese Dinger, die hier Gift versprühen. Ach, in den bin ich vorhin auch fast mal reingelaufen. Und dann ist er explodiert. Jo. Was machst du denn ganz da hinten? Uranium farmen. Ganz da hinten? Ja, ich wollte meinen Zuschauern mal zeigen, wie so ein Alien-Biom aussieht. Stinklangweilig, blau, grün, gelb. Keine Ahnung, Kodic, ihr habt euch echt Mühe gegeben, danke. Also zwischen dem Bereich, wo du da hinten bist und dem Bereich, wo ich gerade herkomme, ist tote Hose. Außer ein paar Gegnern ist da nichts. Hm, was? Keine Ahnung. Was? Oh, hui, oh. Okay, also entweder das ist jetzt eine ganz gute Finte von ihm. Wie ist der denn so schnell an mir vorbeigekommen? Und ich lasse meinen Buggy da irgendwo stehen, ist auch nicht schlecht, ne? Ach Mist, hätte ich auch noch einsteigen können. Verdammt. Okay. Ja, wenn Drost töten jetzt nicht gleich übernimmt, dann macht mein Charakter das selber, weil er einfach verhungert. Ich müsste jetzt echt irgendwas töten. Ich will töten! Ich komme. Nein, bitte nicht. Ich erscheine. Oh, weniger. Ich teleportiere? Cheater. Ich komme angefahren. Ah, okay. Obwohl, nee, es war schon wieder, ich komme.
ist das Licht, aber wo ist er? Hey, jedenfalls ist da hinten ein anderes Alien-Biom. Es gibt doch noch zwei? Oh nein, bitte nicht. Oder was ist das? Ja, ein anderes Alien-Biom. Hier sind total offene Pläne. Was ich interessant finden würde, wäre, wenn es so einen zweites Raumschiff geben würde. Turm geben würde oder ein zweites Raumschiff oder sonst irgendwas, ja? So, geil. Hier sind keine Gegner. Ich bin fast tot, ich kann nicht mal mehr rennen jetzt. Supi. Achso, zum Thema fast tot. Hast du Gegner gefunden? Nein, aber ich habe ja noch Heildings. Hier sind doch Gegner. An dem Leuchteding. Und was für ein Leuchteding? Was du gesetzt hast. Das habe ich nicht gesetzt. Na klar hast du das gesetzt. Wer denn sonst? Keine Ahnung. Du? Ja, ja, ist klar. Der redet wieder einen Unsinn. So, und ich sehe schon... Bis eben gerade war das doch noch hier. Was war hier? Das Licht? Ja. Du weißt, dass die verschwinden mit der Zeit? Ja, ja, aber... Ich frag mich, dass du hier nichts zu essen findest. Hier ist so viel. Keine Ahnung. Okay, so viel ist auch übertrieben. Ich bin immer noch ein bisschen angepisst von dem Bug, dass mein Bohrer und alles weg ist, was ich hatte. Du bist hier ganz in der Nähe. Von was? Bist du wieder im Alien-Biom? Nein, ich bin noch da hinten, wo das ganze Titan, die Titanpenisse und alles waren. Ja, da wo du das Licht den da gelassen hast, ne? Ja. Da habe ich dich aber nicht gesehen. Aber wieso rennst du so weit weg? Weiß nicht. Das sind ja 5 Minuten. Davor ist doch schon massig Titan gewesen. Nein. Doch. Ach, Manu. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Titan habe ich überhaupt gesammelt. Wie viel Titan habe ich denn? Titan. 146, ja. War der Meinung, dass ich auf einem Berg auch irgendwo Titan gefunden hatte? Jo, aber das war ganz am Anfang da. Darum, du bist viel zu weit gegangen. Ja. Pox, du bist mal wieder echt zu weit gegangen. So geht das nicht weiter. Oh doch, das geht so weiter. Alter, was ist das denn für ein großer... Also mich würde jetzt mal interessieren, es gab ja in der 09er-Version nicht die Möglichkeit, die Alien-Biom-Bäume abzubauen. Das hier ist jetzt wirklich ein riesengroßer Baum. Ich will es jetzt einfach wissen. Der müsste dann eigentlich umfallen. Also er bewegt sich schon mal. Oder aber er verschwindet. Und wenn er verschwindet, dann, sorry, ja, Code Hedge, genau. Dann würde ich sagen, legt nochmal Hand an euer Spiegel und bringt es bitte nochmal neu raus. Der Baum fällt um. Ein bisschen interessanter wird. Der Baum fällt. Der Baum fällt komplett um und verschwindet. Na toll. Ernsthaft? Kommt schon, Leute. Und der Baum hier auch, mal gucken. Die können doch nicht so das halbfertig da lassen. Ich weiß, die hatten kein Geld, aber mal ganz im Ernst. Also so Kleinigkeiten. Das sind ja jetzt keine großen Programmieraufwände. Also ich weiß nicht, wie man ein Spiel programmiert, aber... Ja schon, aber die hätten ja da die teilweise die gleiche Engine nehmen können, was das Ganze angeht. Ja. Ja, auch die ist es. Auch hier der Baum, der sackt nach unten ohne irgendetwas und fällt dann mit der Wurzel um. Und du wirst dann von der Wurzel mit dem Baum hochgehoben. Und wenn du dann den Baum... Ah, und der Baum rollt natürlich auch noch, ne? Also das ist ja... Oh, cool, ich habe hier sogar mein Leeches gefunden. Wow. Im Alien-Biom. Der hat sich bestimmt nur verlaufen. Oh, verdammt. Ich habe gar keine Munition. Man braucht jetzt 10 Fasern für eine Heil...
für eine Health Injection? Ernsthaft? Darüber haben sich schon viele aufgeregt. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich meine, Fasern findet man jetzt im Überfluss, aber... Du bist halt trotzdem ständig damit beschäftigt, hier im Kreis zu rennen und Fasern zu suchen. Okay, im Alien-Biom findet man ja keine. Ja, wer lässt sich schon in einem Alien-Biom nieder? Da gibt's ja gar nichts außer Kristall. Ja, okay, aber warum nicht? Warum lässt man sich nicht da nieder? Weil es da nichts gibt. Es gibt da nichts, aber dafür ist deine Basis sicher. Naja, okay. Punkt für mich, danke. Verdammt, und jetzt habe ich auch Hunger. Ich habe nichts mehr zu essen. Ah. Aber dann geht's nicht nur Droso. Aber ich kann mir ja noch schnell ein bisschen was herstellen. So, gleich mal verwenden. 1, 2, 3. Und weiter geht's. Ja, liebe Leute. Es passiert nicht viel, aber dabei will ich diesen Helikopter endlich basteln. Das Spaceship, was es gibt. Aber das Rezept habe ich auch noch nicht. Ach so, okay. Ja, das gibt's bestimmt im Raumschiff dann oder so. Oder warst du schon drin? Nee, ich war noch nicht im Raumschiff. Doch, ich war schon im Raumschiff, aber ich habe es halt noch nicht bekommen. So, so ist der richtige Ausdruck. Ich war im Raumschiff, weißt du. Was ich auch toll finde, dass man durch diese dicken Pflanzen im Alien-Biom durchlaufen kann. Ja, genau, ist mir auch gerade aufgefallen. Die zuerst eine absolute Pixel-Grafik und dann tauchen sie auf einmal auf. Oh verdammt, hört sich nie gut an. Crawler. Wow. Ich mag keine Prawler. Alter, Prawler haben aber richtig viel Essen dabei, ne? 8 Stück, also 8 mal Essen. Echt? Ja. Wow, das ist nicht schlecht. So, jetzt gehe ich erstmal zurück zu meinem Buggy, weil es wird dunkel. Ich hätte auch gerne einen Buggy, muss ich ehrlich sagen. Hm, so viel bringt er dir jetzt auch nicht. Aber ich werde endlich mal zu meinem Ohr vorkommen und was weiß ich alles kommen. Also ein bisschen schneller. Wird dabei nicht verhungern wahrscheinlich. Liebe Leute, ihr wisst doch noch, als ich vorhin hier lang gegangen bin, dass hier haufenweise Sulfur war. Das Sulfur ist jetzt hier komplett weg. Könnt ihr mir einer erklären, warum? Oh nein, Loch, Mist, verdammt. Vielleicht, weil ich da ein bisschen was gefarmt habe davon? Ein bisschen wäre ja in Ordnung, aber hier ist ja alles weg. Ach so. Gar nichts mehr da. Nothing, nada, niente. Null, zero. Ja, ist schon zero. Da. Ah, jetzt ist wieder was da. Oh, verdammt, jetzt ist auch hier wieder dieses... Ist es tot? Ist es tot. So, ich suche immer noch einen Buggy. Den habe ich hier irgendwo geparkt. Ich weiß nur nicht, wo mehr. Ich habe den hier irgendwo am Rand geparkt vom Alien-Biom. Die Frage ist, wo... Nee, weil ich jetzt so lange nicht da war, ist mein Buggy despawned, oder was? Och, kommt, Leute, ernsthaft? Oh nein, oder? Seriously? Das wäre ja jetzt... Oh, verdammt! Was macht denn hier ein Jellypuff? Puffen. Jelly, puffen. Oh, verdammt, gleich bin ich tot. Drecksding hat echt noch... Die explodieren jetzt erst im Nachhinein. Eieiei, was hat der gehabt? Service Pants? Repair Gun? Na toll. Aber mein Auto ist trotzdem nicht mehr da. Ich habe jetzt mal eine doofe Frage. Ja? Was kann ich eigentlich mit dem Hacking Device anstellen? Türen öffnen? Glaube ich fast, ja. Wäre der so die einzige logische Schlussfolgerung, weil man die ja nicht in die Luft sprengen kann. Ja, stimmt. Wobei das auch etwas ist, was mich immer noch ärgert, dass man die Basisgegenstände von den anderen Spielern nicht kaputt machen kann. Also es ist... Ja, wenn ich dann eine Basis von irgendjemandem einnehme, bleibt der Protective Spire und alles dann einfach in der Luft stehen. So, ja.
The Protective Spire verstehe ich ja, weil den hast du ja so gesehen nur einmal. Wenn der platziert ist, dann ist er ja weg. Ne? Ja, aber wenn er zerstört wird und du dann tot bist, dann kriegst du einfach wieder einen neuen. Punkt. Ja, stimmt. Ganz einfach, meine Güte. Den Protective Spire hätten sie sich eigentlich auch sparen können, wenn man es mal so ehrlich nimmt. Der also in der... Ich muss mich jetzt gerade mal ganz kurz beschweren. In der Lademeldung, ja? Mhm. Da steht ja... Ich bin ganz Ohr. Muss kurz zu meinem... Da steht ja, man soll in der Nacht aufpassen, weil da kommen irgendwelche Viecher raus, ja? Ernsthaft, ich wäre gerade echt froh, wenn die hier irgendwo rauskommen würden. Ich wollte es gerade sagen, also... Feiern. Hier müssten echt ein paar mehr Monster sein. Also wir haben wirklich hier bei dieser Karte, ihr seht ja, die Vegetation auf extra hochgestellt. Deswegen sind hier auch so dichte Wälder. Ja. Und auf unendliche Größe und wirklich alles, alles was hochgeht, haben wir hochgeschraubt. Außer das Wasser, weil ansonsten hätten wir nämlich hier ein ganz großes Problem. Dann würden wir nämlich die ganze Zeit nur schwimmen. Und das macht auch keinen Spaß. Genau. Und hier sind keine Gegner, hier ist gar nichts. Alles wie ausgestorben. Und... Moment, warum sehe ich denn hier mein Haus? Wo sind die ganzen Bäume? Die ganzen Bäume sind verschwunden. Mein Haus steht jetzt hier auf weiter Fläche. Ich bleibe jetzt stehen, dann erscheinen wahrscheinlich gleich die Bäume. Wetten? Hallo? Also ich weiß hundertprozentig, dass hier bei weitem mehr Bäume waren als beim letzten Mal. Dass beim letzten Mal hier bei weitem mehr Bäume waren als heute. Hauptsache ein Leeches erscheint, ne? Ich wäre ja froh drum. Ich würde echt gerne mal was essen die jetzt hier. Die just die. Naja, ich sammle halt einfach Fasern und heile mich die ganze Zeit. Es nervt zwar unheimlich. Aber okay. Okay, liebe Leute. Okay. So, jetzt muss ich, genau, ich wollte Titanienbarren machen. Das heißt, dann mache ich die Titanienbarren. Oder das Titanium mache ich jetzt erstmal hier rein. Wollen wir es? Titaniumerz. So. Haben wir dann Titaniumerz? Dann kann ich mir Strom herstellen. Es gibt's nicht. Die ganzen Bäume sind weg. Das ist jetzt hier total offen. Du musst dir echt mal in meiner Folge angucken, in den ganzen davor. Ja. Alles schön verwäldert und so. Man hat kaum was gesehen. Und jetzt kannst du hier fast locker durchgucken. Das doch ist doch, hallo? Schon klar, drauf. So komme ich jetzt besser durch, ja. Das sage ich ja nichts dagegen, aber... Muss das sein? Oh, ja, ich könnte mir mal bessere Schuhe anziehen, sehe ich gerade. Backup Boots, danke. Jetzt bin ich auch besser geschützt. Monolithium-Tür. Mhm. Stahltür, Titanium-Tür. Ja. Ja, ein Graphin-Tor. Mhm. Stahltür. Das habe ich auch schon. Eisentor, Titan-Tor. Gerade an so einem Dings dran. Oh, Titanium-Block. Ich könnte mir wieder eine Titanium-Basis bauen, aber bis ich da das ganze Titanium gefarmt habe, ist auch wieder, naja, Weihnachten. Was für ein Laserturm brauche ich Graphin? Oh. Lieber Pox, ich weiß, ne? Aber ich möchte nur kurz erwähnen, hast du mal auf den Timer geguckt? Ja, da habe ich drauf geguckt. Ich wollte dich vorhin schon daran erinnern, aber du hast mich unterbrochen. Jetzt bin ich wieder schuld, ja? Ja, natürlich. Okay, liebe Leute, dann wisst ihr ja, was wir an dieser Stelle dann machen werden. Der Pox, der wird weiter dann hungern in der nächsten Folge. Ich darf dann wieder wahrscheinlich meinen Helm anziehen und meine Schuhe, so wie es aussieht. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Daumen hoch für diese tolle Episode, spannende Episode auf der Jagd nach Pox. Und dann sage ich, ich bin euer Tro. Tschö, tschö. Ja, ich bin der Pox. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.